Gestern ist Dramatisches passiert, meine Damen und Herren. Jerome Powell hat faktisch eingestanden, dass die Fed und vor allem er sich geirrt hat in Sachen Inflation. Und das hat Konsequenzen, denn das bedeutet, dass die Geldpolitik der Fed noch rigider werden muss, dass man stärker auf die Bremse treten muss, das Tapering vielleicht sogar früher abschließen muss, weil man einen Kontrollverlust derzeit erleidet. Das hat er praktisch klar zugegeben. Nicht gut für die Aktienmärkte eigentlich, denn das bedeutet dann, dass dieser Liquiditätsbooste bald nicht mehr der Fall sein wird. Möglicherweise sogar das Gegenteil passiert irgendwann mit den Zinsanhebungen. Und dennoch ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir zunächst mal eine Party an den Märkten feiern. Warum, will ich Ihnen gleich zeigen. Aber kommen wir zunächst mal zu Jerome Powell. Auffällig ja schon mal in der letzten Pressekonferenz von Jerome Powell nach der letzten Fed-Sitzung nichts mehr von Transitory Inflation. Jetzt hat Powell gestern diesen Satz gesagt, es ist auch frustrierend zu sehen, dass diese Bottlenecks und Supply Chain Problems, also Lieferkettenprobleme und Flaschenhälse, nicht besser werden, sondern dass sie sogar noch schlechter werden. Und das alles wird sich ins nächste Jahr ziehen. Also nichts mehr transitory, denn das sorgt ja für Preisdruck. Und wir sehen so viele Verschiebungen, subtile Verschiebungen im Wording, also in den Aussagen der Notenbanker. Nach unserer gegenwärtigen Einschätzung werden wir da aber durchkommen, so Powell. Also das ist faktisch eine Kapitulationserklärung und hat Auswirkungen auf die Geldpolitik. Das ist aus meiner Sicht völlig klar. Damit ist eben Folgendes passiert. Man hat eben jetzt eine ohnehin schon gut laufende Wirtschaft nach Reopening nochmal stimuliert mit diesen Anleihekäufen und hat jetzt dann diese Lieferkettenprobleme, zu viel Nachfrage für zu wenig Angebot. Und jetzt ist die große Sorge, wie Jim Bianco hier schreibt, muss man darauf warten oder ist die große Gefahr, dass man versucht, hohe Preise durch hohe Preise zu heilen, also dass dann eben die Bevölkerung, die Lohnempfänger mehr Geld bekommen, damit sie sich eben die höheren Kosten leisten können, die sie vergegenwärtigen, für Miete, für andere Dinge. Das ist genau das Spiralenthema, diese Lohnpreisspirale, die sich hier abzeichnet. Hier ein Twitter-Kommentar, hier die Dinosaurier sind ja auch transitory gewesen, also die sind 150 Millionen Jahre existiert, aber auch ihre Existenz war transitory. Komisch, sagt hier Winston, dass ich dieses Wort Dinosaurier jetzt erwähne im Zusammenhang mit Zentralbankern, mit Notenbankern. Ja, das könnte komisch sein. Und wie stark man daneben liegt, wahrscheinlich seitens der Fed, das sehen wir, was zum Beispiel gestern bei dieser EZB-Konferenz der britische Notenbankchef gesagt hat, transitory doesn't have a fixed time point. Also wenn sozusagen hier die Fälle davon schwimmen, dann wird aus transitory sozusagen, naja, ist ja kein genauer Zeitpunkt. Hier sehen wir mal in diesen zwei Grafiken, wo jetzt in den nächsten Wochen und Monaten maßgeblich der Druck herkommt, nämlich vom Arbeitsmarkt. Wir sehen neues Allzeithoch bei den Jobpostings bei Indeed, also Jobplattform. So viele Menschen gesucht wie noch nie, das sorgt für Lohndruck und auf der anderen Seite eben die Mietthematik. Wir haben massiv gestiegene Mieten gesehen. Das muss erst noch eingearbeitet werden in die Inflationsdaten, von daher nichts transitory. Das wird permanent sein, das alles zusammen mit den gestiegenen Energiekosten. Welche Konsequenzen das in der Praxis schon hat, sieht man da ran. Zum Beispiel, dass das Department of Agriculture in den USA jetzt 1,5 Milliarden Dollar zur Verfügung stellt, damit die Kinder in der Schule etwas zu essen haben, weil man einfach offenkundig nicht an Lebensmittel rankommt bei den Schulen, weil man praktisch Lieferprobleme hat, weil all das viel länger dauert und vor allem, wie Heather Long von der Washington Post hier zeigt, weil man schlichtweg nicht die Leute dafür hat. Hier ist es praktisch, man findet praktisch keine Leute für die Cafeteria-Jobs. Die Kosten für das Schulessen sind um durchschnittlich 48% gestiegen und bestimmte Konzerne wie US Foods, Cisco und Tyson haben Verträge gekündigt, weil sie eben praktisch zu den bestehenden Konditionen gar nicht mehr weiterarbeiten können. Die Opfer sind dann die ärmeren Kinder, die eben nicht Eltern haben, die ihnen da eine gute Ernährung gewährleisten können. Dennoch, all das also ist sprechend, all das ist völlig klar, in welche Richtung das laufen müsste, sollte. Dennoch werden wir heute wahrscheinlich mit einem positiven Handelsstart beginnen. Warum? Weil Chuck Schumer, der Demokrat, gesagt hat, ja, also wir haben die Stimmen, eine Stopgap Funding Bill
zu machen. Das bedeutet, dieser Government Shutdown wird erstmal vermieden. Jetzt ist die neue Deadline 3. Dezember. Man verlängert also quasi praktisch die Frist. Dafür sagt er, habe er auch die notwendigen Stimmen. Damit ist aber nicht geklärt das Problem der Schuldenobergrenze. Da muss noch drüber verhandelt werden und ist vor allem nicht gelöst das Problem des Infrastrukturpakets von Joe Biden, das ja so dringend gewollt ist. Denn Manchin jetzt, der eher rechte Demokrat, sagt, also ich bin gegen mehr Spending. Hier sehen wir unten mal in dieser Grafik, wie stark die Schulden der USA so schnell gestiegen sind. Und da gibt es eben Kräfte, natürlich bei den Republikanern, aber eben auch bei einigen Demokraten, die sagen, also ist nicht so, können wir nicht weitermachen. Und jetzt ist eine komplexe Situation, der Fed-Chef Powell zum Opfer fallen könnte. Warum? Wir sehen, dass Joe Biden immer unbeliebter wird. Jetzt haben wir praktisch bei den Demokraten zwei Pole, die sogenannten Progressiven. Das sind die Linken, die sagen, wir wollen viel mehr Geld ausgeben, wir wollen dieses Infrastrukturpaket etc. etc. Die moderaten Demokraten, also die rechten Demokraten, wollen das nicht. Jetzt könnte der Kompromiss so lauten, so Jim Bianco, dass eben die Progressiven, also die linken Demokraten, die ja sehr gegen Jerome Powell eingestellt sind, wie gestern oder vorgestern war es, glaube ich, Elizabeth Warren klar gemacht hat, der Mann ist gefährlich, der muss weg. Also die linken Demokraten wollen Powell abschießen. Die rechten Demokraten wollen nicht so viel Geld ausgeben. Also könnte man den Kompromiss machen, dass man etwas mehr Geld ausgibt auf der einen Seite, um oder die Ausgaben etwas weniger hoch machen wird, um die moderaten Demokraten praktisch zu befrieden und die Linken zu befrieden, indem man Jerome Powell opfert und Brainard einsetzt. Das könnte sozusagen ein extrem interessanter Gedanke sein. Die Wetten, dass Powell weitermachen kann, die sind jetzt deutlich gesunken. Also die Quote ist deutlich gesunken für Jerome Powell. Schauen wir uns jetzt mal die Aktienmärkte an. Wir sehen nach wie vor ganz klar der Trendbruch im S&P 500. Wir sind aus diesem Trendkanal rausgefallen, haben jetzt oder sind dabei, einen Versuch zu machen, diese 100-Tage-Linie beim S&P 500, der gleitende Durchschnitt, also zu verteidigen. Da könnte jetzt sozusagen erstmal ein Boden drin sein, aber der Trend ist gebrochen. Wir haben es nicht geschafft, in diesen Trendkanal wieder reinzulaufen. Und wir sehen, dass der VIX eigentlich nach wie vor bullisch aussieht, nach dieser inversen Schulter-Kopf-Schulter, die nach oben ausgebrochen ist. Und wir sehen, dass der Dollar nach oben ausgebrochen ist, was für Aktienmärkte normalerweise nicht so gut ist. Dementsprechend sehen wir etwa den Euro zum Dollar auf einem 52-Wochen-Tief, wir sehen Yen zum Dollar auf einem 52-Wochen-Tief und wir sehen, dass das britische Pfund, das ja auch deshalb im Fokus ist, weil die Briten jetzt kein Benzin mehr haben, gell? Also die sind ja praktisch durch die verschiedenen Problemchen ziemlich unter Druck und das Pfund ist unter Druck. Gestern einer der schwächsten Tage in vielen Jahren beim britischen Pfund. Also alles kollabiert gegenüber dem Dollar, könnte man sagen, oder zeigt Schwäche gegenüber dem Dollar. Normal jetzt nicht das bullischste Zeichen. Aber bullisch ist das, was wir hier sehen, zumindest oben beim Nasdaq Composite. Wir haben, was den RSI betrifft, eine positive Divergenz und wir sind, naja, schon ein bisschen überverkauft natürlich, wie wir hier sehen. RSI ist sehr tief inzwischen und möglicherweise haben wir da eben jetzt einen Doppelboden gebildet. Das zeigt sich auch im Nasdaq 100, aber dieser Boden muss halten. Da muss sozusagen jetzt was kommen. Da muss ein etwas größerer Befreiungsschlag kommen. Gestern war ja so ein Inside-Langweiler-Day, ist letztendlich zum Beispiel der Nasdaq ja fast 1% im Plus gewesen, um dann doch noch im Minus zu schließen. 5 Tage in Folge jetzt der Nasdaq im Minus. Er liegt 5% im Minus jetzt im September. Also das wird der erste Verlustmonat für den Index seit letzten September. Also da ist ja durchaus was schon angebrannt, könnte man sagen. Aber es gibt Hoffnung für die Bullen. Und Sie wissen, ich bin ja der größte Bulle unter der Sonne. Hier sehen wir mal die Post-Election Seasonality. Da sehen wir normal ab Ende September geht es dann nach oben. Beim Dow Jones sehen wir das ebenfalls. Normal wird da am 24. September eine Tiefe erreicht als Saisonalität. Wie geht es diesmal aus? Wir haben natürlich das Problem jetzt, Inflation nicht temporary, das durch die Notenbanken sogar eingestanden. Wir haben damit den Kostendruck für die Unternehmen, den sie weitergeben müssen an die Konsumenten, was die Inflation weiter befeuert, weil die Konsumenten dann höhere Löhne wollen, was die Notenbanken wiederum zwingt, die Geldpolitik zu straffen. Und wir sehen, wie JP Morgan hier sagt, also diese Energy Supply Shocks, die sind global praktisch der Fall. Die werden das Wachstum bremsen. Das kommt also oben drauf jetzt noch, diese ganze
Energiekrise, wir sehen hier vor allem Natural Gas nach oben ausbrechend, Iron Ore, was für den Bausektor, also Eisenerz, wichtig ist in China, das dagegen stürzt ab. Wir haben jetzt Einkaufsmanager-Indizes gesehen, verarbeitendes Gewerbe jetzt unter 50 bei dem offiziellen Einkaufsmanager-Index, enttäuschend, dagegen besser die Dienstleistungen mit 53,2, aber wir sehen hier Analyse der Commerzbank, das liegt vor allem an der Energieknappheit. Energie wird teurer, das ist für das produzierende Gewerbe das Riesenproblem. Jetzt hier ein Bericht in der South China Morning Post, der sagt, Millionen von Chinesen haben derzeit keinen Strom, weil eben dieser Strom rationiert werden muss. Das ist vor allem eine Folge des Kohlemangels in China. Und hier interessante Entwicklungen auch. Evergrande hat ja gestern eine Zahlung an Dollar-Bondholder nicht geleistet. Jetzt Goldman Sachs mit der Analyse. Also die haben wahrscheinlich offshore noch einige Schulden da am Start, nämlich Evergrande, weitere 146 Milliarden Dollar. Bisher war ja die Rede nur von 300 Milliarden Dollar. Jetzt hat China, hat Peking, haben die Regulatoren den Banken gesagt, also lasst jetzt die Käufer von Immobilien nicht fallen, wir müssen denen helfen, sonst haben wir Problemsche, aber all das ist natürlich teuer erkauft, Goldman Sachs auch mit einer Analyse, dass die versteckten Schulden bei Lokalregierungen in China etwa der Hälfte des BIPs entsprechend, also eine extrem krasse Verschuldung. Und jetzt haben wir, um nochmal zum Hausmarkt in China zurückzukommen, sehen wir hier, dass wir jetzt deutlich schlechtere Verkäufe haben in China, was eben die Immobilien betrifft. Wir sehen einen ganz, ganz klaren Abschwung am chinesischen Immobilienmarkt und all das ist hier sichtbar etwa auch in der Leistbarkeit von Immobilien. Peking und Shanghai etwa oder Hongkong im Vergleich mit den USA ganz unten. Das ist damals auf dem Hochpunkt der Immobilienblase in den USA, war das ein Kinderspiel, da konnten sich die Menschen noch Häuser leisten, auch bei völlig absurden Preisen. In China sind die Preise noch absurder. Und wie diese ganze Blase nicht nur entstanden ist, sondern wie sie funktioniert, das hat hier, oder haben wir gestern hier in einem Artikel gezeigt, mit einem Video eines Westlers, eines Angelsachsen, der in China seit Jahren lebt und sozusagen aus eigener Anschauung mal schildert, was da passiert. Das werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Hochinteressant, Inneneinsichten einer total außer Kontrolle geratenen Situation. Miserable Bauqualität. Nach 70 Jahren fällt ohnehin das Eigentum an einer Immobilie an den Staat zurück. Also das ist eine völlig absurde Situation, unbedingt sehenswert. Schauen Sie sich das an, werde ich unter dem Video verlinken. Mal gucken, wie heute die Dinge sich entwickeln. Ich wünsche auf jeden Fall erstmal einen guten Start in diesen letzten Handelstag des Quartals. Window Dressing vielleicht nochmal, auch das ein Rückenwind noch für die Aktienmärkte. Aber wie weit geht die Rallye? Das werden wir sehen. Servus, ciao.